Reicht! Nein, du musst durchgehen! Nochmal bitte, sorry! Wir waren sehr viel als Exportartikel unterwegs und es ging bis Australien, bis Amerika, Frankreich. Das war ja wie ein großes Gefängnis. Also sowas muss man es ja bezeichnen. Einfach dort rauszukommen. Und das konnten wir ja. Die guten Künstler in der DDR, die waren ja privilegiert. War eine sehr beeindruckende Prozedur. Wir mussten an der Grenze alle aussteigen. Und dann kam ein Offizier und hat einen Stapel Pässe gehabt. Räumlich war es ja hier Autobahn, da Autobahn, hier Wald, da Wald. Die Bäume sahen genauso aus. Man kommt dann also die Berge runter und es ist alles irgendwie, hat man das Gefühl, es ist alles perfekt. Es war das erste Mal West, andere Farben, Gerüche, der Stress im Supermarkt, in der Zahnpasta auszusuchen. Das war natürlich total anders als damals im Osten. Ich bin auch angesprochen worden von meinen Arbeitskollegen. Kannst du dir mal ein paar Bilder zeigen und so? Du warst doch in Griechenland zum Beispiel. Da sind einige, die haben da eine halbe Stunde zugeguckt oder eine Viertelstunde und sind dann wütend aufgestanden und rausgegangen. Ich habe schon relativ zeitig überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, aus der DDR rauszukommen. Für uns war das natürlich eine Lebensentscheidung. Dass sie erstmal als Erste gehen muss, war dann bald klar. Ich habe das so erlebt, dass meine Mutter wieder auf Gast spielen musste. Und nach 2-3 Wochen kam es mir dann einfach komisch vor, dass sie nicht zurückkam. Das ist ein ganz langes Gastspiel, dauert ganz lange. Kann noch ganz lange dauern. Aber jetzt wird alles gut. Der Ballettdirektor hat irgendwann mal gesagt, man müsste die doch alle erschießen. So wie ich hier sitze. Thank you.